Wir setzen fort mit dem Punkt Nummer 12.6, Pflege und dauerhafter Erhalt von historischen Grabstätten auf Dresdner Friedhöfen und steigen ein in die Fraktionsrunde. Es beginnt die SPD-Fraktion. Herr Engel, bitte schön. Ja, sehr geehrter Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren, ich glaube, diese Vorlage mag vielleicht zunächst ein bisschen auch dröge erscheinen, aber wenn man ein bisschen inhaltlich tiefer einsteigt, vor allem in diese sehr, sehr langen und ausführlichen Listen an historischen Persönlichkeiten, merkt man, glaube ich, erst so recht, was für einen großen Schatz wir auch auf den Dresdner Friedhöfen haben, wie viele historisch spannende Persönlichkeiten in unserer Stadt auch gewirkt haben und hier ein Stück weit auch ihre letzte Ruhe auch gefunden haben. Und ich glaube, wir tun als Stadtrat gut daran, diese Grabstellen auch weiter zu pflegen, da tatsächlich auch Energie reinzustecken, natürlich zusammen mit den Friedhofsträgern. Ich möchte an der Stelle nur auf eine kleine Ergänzung auch aufmerksam machen, die wir im federführenden Bericht des Umweltausschusses ja auch mit eingebracht haben, dort auch mit breiter Mehrheit bestätigt wurde, nämlich nochmal die Frage, wie können wir die Dresdnerinnen und Dresdner auch daran beteiligen, tatsächlich diese alten Grabstellen auch stärker zu pflegen. Es gibt ja derzeit schon das System der Grabpatenschaft, wo man tatsächlich dauerhaft auch die Verpflichtungen eines Grabes auch übernimmt, entsprechend die Pflege, mögliche Sanierungsarbeiten und so weiter und so fort, gegebenenfalls später irgendwann die Grabstelle auch selbst nutzen kann. Das ist gut, das ist absolut sinnvoll, wird ja auch von einigen Leuten genutzt und die Stadt macht darauf auch durchaus angemessen aufmerksam. Unser Punkt auch in den Ausschussberatungen war ein wenig, dass das aus unserer Sicht vielleicht für manche Leute etwas zu viel ist. Also dass manche Leute eben nicht bereit sind, diese ganz langfristigen Verpflichtungen einzugehen, auch ein Stück weit die manchmal unklaren Kosten, wenn tatsächlich zum Beispiel so eine größere Grabanlage mal wirklich umfassend auch saniert und gesichert werden muss. Und dementsprechend haben wir als Vorschlag eingebracht, nochmal zu gucken, wie kann man denn vielleicht eine kleine Grabpatenschaft auch etablieren, dass zumindest Interessierte diese 400 Euro Pflegepauschale, die ja jetzt erhöht worden ist, dann entsprechend übernehmen können, vielleicht für einen gewissen Zeitraum, 3 Jahre, 5 Jahre, das muss man sich sicherlich noch genauer anschauen, aber dass man da wirklich zu einem Modus kommt, wo man ein Stück weit auch die Verbindung zwischen, den Dresdnerinnen und Dresdnern und auch diesen sehr, sehr wichtigen historischen Zeugnissen auch einfach weiter ausbaut. Weil ich glaube, am Ende bringen diese ganzen Konzepte, auch die ganzen historischen Aufarbeitungen auch nur etwas, wenn dann ein Stück weit ein Dialog mit der heutigen Zivilgesellschaft auch entsteht. Und ich denke, da ist diese Vorlage per se in der ergänzten Form eine sehr, sehr gute Lösung. Vielen Dank. Als nächstes FDP-Fraktion, Herr Rase. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, meine sehr geehrten Damen und Herren, im Dresdner Stadtgebiet gibt es 58 Friedhöfe. Auf vielen von ihnen befinden sich bedeutende historische Grabstätten, zum Teil von hoher künstlerischer Qualität. Sie sind wichtige und beeindruckende Zeugnisse der Kulturgeschichte unserer Stadt und von daher ist es nicht verwunderlich, wenn heute der Kulturpolitiker hier das Wort ergreift, obwohl die Vorlage ja aus dem Geschäftsbereich Umwelt kommt. Natürlich stehen zunächst erst einmal Pflegepauschalen, Quadratmeterzahlen und Kostenstellen im Vordergrund. Doch es hieße, den Charakter der Vorlage zu verkennen, wenn man diese auf die eher friedhofshandwerklichen Dinge reduzieren würde. Vielmehr geht es im Kern darum, wie sich ein wichtiger Teil unseres kulturellen Erbes für die Zukunft bewahren lässt. Friedhöfe stehen in der Prioritätenliste der Kommunalpolitik, das hat ja mein Vorredner auch schon angestrichen, sicherlich nicht ganz oben auf der Agenda. Mit ihnen lassen sich in der Regel auch keine Wählerstimmen gewinnen, anders als zum Beispiel bei Schulen oder Sportanlagen. Und doch tut es Not, sich ab und zu auch mal mit diesem Nischenthema zu beschäftigen, denn schließlich geht es ja hier um unser kulturelles Selbstverständnis, unsere Geschichte, ja, unsere Identität. Und damit kommen wir zum Kern der Vorlage. Es geht darum, darüber zu befinden, welche auf uns gekommenen Grabmale von Persönlichkeiten der jüngeren Stadtgeschichte, wobei das Zeitfenster jüngere Stadtgeschichte nicht näher definiert ist, von der Gemeinschaft erhalten werden sollen, ja, erhalten werden müssen. Dabei steht nicht der künstlerische oder denkmalpflegerische Wert allein des jeweiligen Begräbnisortes im Vordergrund der Betrachtung. Vielmehr geht es um eine Würdigung der historischen Leistungen der jeweiligen Persönlichkeit, um ihr Verdienst für die Stadt und deren Menschen.
dass die Meinung darüber, was ein bleibender historischer Verdienst ist, auseinandergehen, liegt natürlich in der Natur der Sache. Hierzu bedarf es einer gründlichen Prüfung, denn die jetzt der Verwaltungsvorlage beigeführte Liste basiert zum Teil auf jahrzehntealten Stadtratsbeschlüssen aus der DDR-Zeit. Mittlerweile haben sich auch Geschichtsbilder und Wertvorstellungen fundamental gewandelt. Das, was 1970 oder 1987 richtig und wichtig war, muss es heute schon längst nicht mehr sein. Ich warne jedoch vor überalten Streichungen oder auch gut gemeinten Ergänzungen dieser Liste. Die wird es sicherlich geben und die wird es sicherlich auch geben müssen. Doch das sollte mit Augenmaß geschehen. Die Beurteilung historischer Persönlichkeiten, von deren Leistungen und Taten, muss immer aus der jeweiligen Zeit heraus gesehen werden, ohne dabei natürlich den aktuellen Gegenwartsbezug zu vernachlässigen. Ich freue mich daher, dass meine Kolleginnen und Kollegen im Kulturausschuss dies offenbar ebenso sehen und wir uns einstimmig für ein vorberatendes Votum des Kulturausschusses ausgesprochen haben. Zudem drängen wir darauf, dass die entsprechende Fachkommission zur Würdigung, zur Einordnung und Kontextualisierung noch in diesem Herbst ihre Arbeit aufnimmt, denn der Vorgang hat schon viel zu lange in den Mühlen der Bürokratie seine Runden gedreht. Denn wie immer, wenn zwei Geschäftsbereiche beteiligt sind, gibt es das berühmte Schnittstellenproblem. Grünflächenamt und Kulturamt haben sich diesbezüglich jahrelang den schwarzen Peter gegenseitig zugeschoben. Nun ist endlich eine Vorlage herausgekommen, bei der es an der einen oder anderen Stelle allerdings der Ergänzung und Konkretisierung bedarf. Zudem müssen wir darauf achten, dass es eben nicht bei bloßen Absichtserklärungen bleibt, sondern die Problematik zügig angegangen wird. Denn für manche Grabstätten ist es tatsächlich 5 vor 12. Mein persönlicher Wunsch wäre es, dass die Fachkommission noch in dieser Stadtratsperiode eine erste überarbeitete Liste der historischen Gräber vorlegt, auf deren Grundlage im kommenden Doppelhaushalt 2023/24 für die Erhaltung der Denkmalsubstanz Gelder eingestellt werden können. Wenn uns dies gelingt, wäre den Dresdner Friedhöfen viel geholfen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. So, wird Dissidenten das Wort gewünscht? Sieht nicht so aus. Freie Wähler das Wort gewünscht? Auch nicht der Fall. Dann CDU fragt ja. Doch. Bitte schön, Herr Genscher. Ich will bloß kurz vor der Abstimmung dann sagen, dass wir gerne punktweise Abstimmung beantragen. Wir würden gerne Punkt 1 bis 6 zusammen und Punkt 7 dann extra. Also, Herr Genscher, nur den Punkt 7 extra. Es gibt dann noch einen Punkt 8. Nur 7 extra zu allen. So, dann CDU-Fraktion, Herr Böhm. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist ein wichtiges Thema, es wurde schon angesprochen. Vielleicht muss man es noch mal ein Stück runterbrechen und es nicht nur aus der kulturellen Seite sehen, weil dort kommt das Geld nicht her, was benötigt wird, um da was umzusetzen, sondern wir haben ja ein Problem, was uns schon sehr lange umtreibt. Die konfessionellen Friedhofsbetreiber haben viel zu wenig eigene Mittel, um Friedhofsanlagen zu erhalten und unter anderem auch, um diese Denkmale und die historischen Grabstätten zu erhalten. Das ist ein Riesenproblem. Wir haben ein Riesenfriedhofsentwicklungskonzept beschlossen vor einigen Jahren, haben es leider mit relativ wenig Geld unterlegt. Und das ist jetzt einer der Kritikpunkte von uns, der sich leider nicht heilen ließ, auch in den Beratungen, dass eben gerade dieses Thema mit den historischen Grabstätten eben auch aus diesem Fonds bezahlt werden soll. Das ist nun so, das lässt sich nicht ändern. Wir haben allerdings auch ein Problem mit dem Punkt 7. Insbesondere dort mit dem Thema Kontextuierung der historischen Gräber. Dinge, Persönlichkeiten, die in ihrer Zeit wichtig waren, werden heute sehr häufig mit unseren heutigen Moralvorstellungen ganz anders bewertet. Bestes Beispiel ist die Universität in Greifswald, an der mein Sohn einige Jahre studiert hat. Sie hieß bis vor kurzem Ernst Moritz Arndt. Ich habe den Mann noch als Freiheitskämpfer in der Schule kennengelernt. Heute unterstellt man ihm Antisemitismus. In Greifswald wurde lange darüber gestritten. Das zeigt, wie schwierig dieses Thema ist. Wir hätten uns daher eine etwas neutralere Formulierung gewünscht, möchten aber jetzt nicht so weit gehen, diese Kommission als solches auszuschließen. Ich würde allerdings die zuständigen Bürgermeisterinnen
eine ist nur noch da, bitten, ich weiß nicht, wer es jetzt macht, zu dem Thema dieser Fachkommission dort nochmal was zu sagen, wie das erfolgen soll und was so die Grundansätze sind. Danke. Wird Bündnis 90 Grüne das Wort gewünscht? Sieht nicht so aus. Dann AfD-Fraktion, Herr Wiedemann. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, werte Stadträte, liebe Bürger von Dresden. Die Antwort der AfD-Fraktion auf diese Vorlage der Stadtverwaltung muss zweigeteilt sein. Den Punkten 1 bis 6 können wir vorbehaltlos zustimmen. Die Unterfinanzierung der Dresdner Friedhöfe, deren Träger, ist seit Jahren ein Thema, ohne dass es seitens der Stadtverwaltung mehr Reaktion gegeben hätte als Absichtserklärung und den Verweis auf die leere Stadtkasse. Der Zustand vieler historischer Gräber und Friedhöfe ist ein trauriges Zeugnis dieser Versäumnisse. Trotz des großen Engagements der Friedhofsträger und des Einsatzes von Vereinen, Institutionen und Firmen und von Privatpersonen ist der Verfallsprozess dieses historischen Erbes inzwischen weit fortgeschritten. Darum sind Maßnahmen zum Erhalt der einzigartigen Vielfalt der Dresdner Friedhöfe und deren historischen Grabstätten überfällig. Umso hellhöriger werden dabei bei Punkt 7. Schon in der Begründung der Vorlage wird explizit darauf verwiesen, dass es sich nicht um den, Zitat, Erhalt aufgrund des Aussehens oder der städtebaulichen Wirkung der Grabstätte selbst, sondern um die Biografie der Persönlichkeit geht. Auch der Hinweis in Punkt 7 auf die Aufgabe der einzurichtenden Fachkommission, die in der, Zitat, Würdigung, Einordnung und Kontextualisierung bedeutsamer Persönlichkeiten der Stadtgeschichte als Voraussetzung der Fortschreibung in der Liste historischer Gräber und der damit geförderten Pflege besteht, lassen den unvoreingenommenen Beobachter stutzen. Dasselbe gilt für den Passus, dass sich die Aufgabe der Fachkommission nicht allein auf die Empfehlung der Namensgeberschaft stadtgeschichtlich bedeutsamer Persönlichkeiten für Ehrengräber reduziert, sondern auch darin bestehen soll, Namensgeber von, Zitat, städtischen Verkehrsflächen, Gebäuden, Schulen, Einrichtungen und Anlagen auf ihre Ehrenwürdigkeit hin zu überprüfen und begründete Entscheidungsempfehlungen hinsichtlich der Beibehaltung oder Aufhebung der Namensgeberschaft und der Ehrengräberwürde abzugeben. Mit anderen Worten, hier soll eine Möglichkeit geschaffen werden, dass eine nach politischen Kriterien besetzte Kommission die Umbenennung von Gebäuden, Anlagen oder Plätzen erreichen oder historischen Gräbern die Förderungswürdigkeit entziehen kann. Konkreter wird es bei den Kriterien, die für die Priorisierung der Umbenennung von Verkehrsflächen, Gebäuden, Ehrengräbern und Einrichtungen der Landeshauptstadt Dresden benannt werden. Diese Priorisierung soll sich nach den Bedenken richten, die eine historische Persönlichkeit aufgrund ihrer Ziele und Wertvorstellung auslöst, die im Widerspruch zu den Grundsätzen der Verfassung, der Menschenrechte bzw. Einzelner für die Gesamtrechtsordnung wesentlicher Gesetze stehen. Diese Personen müssen zusätzlich persönliche Handlungen wie Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Rassismus, Kolonialismus, Kriegsverbrechen oder die aktive Mitwirkung in ein Unrechtssystem zuzuschreiben sein. Gemäß diesen Kriterien müsste zum Beispiel der Dr. Külzring umbenannt werden, weil dessen Namensgeber Heinrich Külz 1907 ein Jahr lang Reichskommissar für Selbstverwaltung im damaligen Deutsch-Südwestafrika war. Ob dieser als belastend eingestufte Fakt dadurch neutralisiert wird, dass Külz 1933 als damaliger Oberbürgermeister von Dresden durch Nationalsozialisten aus dem Amt gejagt wurde, geht aus diesen Kriterien nicht hervor. Die Tatsache, dass die Gleichstellungsbeauftragte der Landeshauptstadt den Antrag gestellt hat, Mitglied der Kommission zu werden, sollte endgültig die Alarmglocken schrillen lassen. Denn der Verdacht liegt nahe, dass hier im Schlepptau der notwendigen Pflege historischer Grabstätten und unter einer harmlos klingenden Bezeichnung das betrieben werden soll, was wir von anderen Ländern wie den USA unter dem Namen Cancel Culture kennen. Sprich der Neuauflage einer politisch-ideologischen Bilderstürmerei. Hier sollen unter dem Vorwand des Kampfes gegen Rassismus, Kolonialismus oder welchen Ismus auch immer eine Verbotskultur und ein Meinungsdiktat nach meist linksgrünen Kriterien etabliert werden, also etwas, was wir als AfD aufs Schärfste ablehnen. Aus diesem Grund beantragen wir, wie schon vorher, den Punkt 7 gesondert abstimmen zu lassen. Vielen Dank. Thank you.
Und zum Abschluss der Fraktionsrunde, Fraktion Die Linke, ich verzichtet, wird weiterhin das Wort gewünscht. Herr Hase. Also das ist schon, ich sag mal, ziemlich starker Tobak, was jetzt von meinem Vorredner hier gekommen ist. Und genau deshalb möchte ich an der Stelle nochmal das Wort ergreifen. Überlassen Sie bitte die Verteidigung vom Dr. Külz bitte uns, den Liberalen, ja, und nicht, das kriegen wir schon alleine hin, ja, kein Problem, dass der Külzring so bleibt. Genau darum geht es doch, dass wir uns mit dieser Liste beschäftigen müssen. Es geht doch hier gar nicht darum, Gesinnungsprüfung vorzunehmen. Haben Sie mal in diese Liste reingeschaut? Die Herrschaften von der AfD, da stehen übrigens noch mal ganz viele kommunistische Oberbürgermeister drin. Ja, die Chance, die vielleicht rauszuwerfen. Ja? System, Diktatur, ne? Wäre sozusagen jetzt die Frage. Also, wenn Sie diese Diskussion jetzt an dieser Stelle aufmachen, dann kommen wir da nie weiter. Dann arbeiten wir mit dieser Liste, so wie sie jetzt steht, die nächsten Jahrzehnte weiter. Und diese Liste, darauf habe ich ja hingewiesen in meiner Rede, die ist ja zu einer Zeit entstanden, wo ich denke, dass das mit unserem heutigen Selbstverständnis von einer demokratischen Ordnungskultur gar nichts zu tun hat. Deshalb muss ja diese Liste geprüft werden. Und bitte, trauen Sie doch den Fachleuten, die sich damit beschäftigen, wie vielleicht dem Leiter des Stadtarchives oder anderen Fachleuten dieser Stadt, das wird ja wahrscheinlich die Kulturbürgermeisterin gleich im Anschluss erläutern, weil sie ist ja dazu aufgefordert worden, doch einfach mal zu, dass die schon sachgerecht zuarbeiten werden. Und dann wird es ja immer noch politisch bewertet im Kulturausschuss, bevor hier irgendetwas abgestimmt wird. Also wovor haben Sie denn Angst? Das ist doch völliger Unsinn, was hier verbreitet wird. Also stimmen Sie bitte auch diesem Punkt 7 zu. So, weitere Wortmeldungen sehe ich nicht. Dann würde ich nochmal für die Verwaltung bitten. Frau Jenisch-Nachts, bitte schön. Ich würde gerne, danke für die Frage und die Diskussion, das Verfahren nochmal erläutern wollen. Weil die Vorlage ja einer ist aus dem Umweltbereich. Es war uns ganz wichtig, mal zu klären, dass der Erhalt dieser historischen Gräber auch wirklich gesichert wird, dass wir ein Förderverfahren haben für die Pflege und Instandhaltung der Gräber, das ihren Erhalt auch dauerhaft sichert und dass wir mit einer ersten Liste, die noch etwas erweitert worden ist, um die 93 beschlossene anfangen. Wir haben diese Gräber nicht als Ehrengräber verstanden, da möchte ich Herrn Wiedemann noch mal ganz deutlich widersprechen, sondern es geht um den historischen Wert der Gräber und der Person, aber eben nicht nur baulich, sondern bezogen auf die Biografie der Person. Und natürlich soll es so bleiben, dass erst der Kulturausschuss darüber berät und dann der Stadtrat über diese Liste beschließt. Aber wie bereiten wir diese Entscheidung vor? Und dazu möchten wir eine Kommission haben. Das möchten nicht wir in der Umwelt- und Friedhofsverwaltung machen. Das möchte auch nicht der Kulturbereich, der für Erinnerungskultur zuständig ist, machen, sondern wir möchten, dass Sie vorher das Verfahren beschließen, nachdem die Kommission ihre Entscheidung vorbereitet, die Biografien sichtet, guckt, wer kommt da rein, wer bekommt das öffentliche Geld und es dann Ihnen zur Diskussion und zur Entscheidung vorlegt. Und ich finde es fachgerecht, dazu eine Kommission zu haben, die sich eben mit Kontextualisierung, also mit dem Wirken und der Bedeutung von Personen in unserer Stadtgeschichte beschäftigt. Und ja, es ist uns wichtig, dass dabei Frauen auch angemessen gewürdigt werden, aber da geht es nicht um Kulturkampf, um Streichen, sondern sich unserer Stadtgeschichte zu nähern. Und deshalb bitte ich Sie um Zustimmung für den Kulturausschussbericht. So, und damit steigen wir jetzt ein in die Abstimmung. Da ist beantragt worden, die Punkte 1 bis 6 und 8 auf der einen Seite und 7 dann separat abzustimmen. Das würde ich so machen. Also zunächst erstmal die Punkte 1 bis 6 und der Punkt 8 des federführenden Ausschussberichtes. Wer dem zustimmen möchte, den bitte ich jetzt um das Stimmzeichen. Gegenstimmen? Stimmenthaltungen? Dann werden die Punkte einstimmig mit 65 Ja-Stimmen beschlossen. Dann kommen wir noch zum Punkt 7. Wer dem Punkt 7 seine Zustimmung geben möchte, bitte ich jetzt um Stimmzeichen. Gegenstimmen?
und Stimmenthaltungen. Ja. 51 Ja, 16 Nein, keine Enthaltung. Damit wäre dem Punkt 7 auch zugestimmt.